Hallo zusammen. Ihr seht es vielleicht schon hinter mir, der 9.5 steht auf der Bühne. Und mit dem geht es jetzt endlich in großen Schritten weiter. Willkommen auf Michas Schrauberseite. Okay, was soll denn heute alles passieren? Ganz einfach. Der Stoßfänger kommt ab, und zwar mitsamt der Anhängerkupplung. Der Auspuff kommt raus, die Räder kommen ab. Die gesamte Hinterachskonstruktion bzw. gesamte Hinterradaufhängung soll komplett am Stück raus. Dazu dann noch die Rathausschalen hier drin und die Schwellerverkleidung. Tja, bin ich mal gespannt, ob ich das alles heute schaffe. Und weil das ja der erste 9.5 ist, an dem ich so richtig ernsthaft arbeite, habe ich mir natürlich im Wiss schon mal rausgesucht, was alles so zu tun ist. Stoßfänger hinten, 5 Türe mit Anhängerkupplung, Ausbau. Gut, Heckklappe öffnen ist jetzt kein Ding, aber die obere Schutzummantelung entfernen. Na gut, dann gucken wir doch mal nach, was die Herrschaften damit meinen. Die sagen auch wieder Heckklappe öffnen und die Eckschutzleisten ausbauen. Gut, das sind da unter Punkt 2. Das ist jetzt kein großes Problem. Die sind nur geklipst, die kann man gleich rausmachen. Punkt 3 wird dann schon ein bisschen lustiger. Die Schrauben lösen, mit denen die obere Schutzhülle befestigt ist, steht da. Und da sind diese Schrauben auch gezeigt. Das Problem ist nur, ich habe die am Auto nicht gefunden. Aber inzwischen weiß ich weiter. Und zwar zeige ich euch das kurz. Die eine Schraube wäre nämlich da oben. Da, an der Stelle wäre die eigentlich. Ist sie aber nicht. Auf der anderen Seite verhält es sich ähnlich. An dieser Stelle da oben wäre die Schraube. Ist sie aber nicht. Und hier mittendrin, dann brauche ich eine Lampe, Moment. Hier mittendrin, ich hoffe, man sieht das, da ist eine, die ist so ein bisschen halb rausgedreht. Die stellt die Kamera jetzt natürlich nicht scharf, weil, ne? Aber egal, ihr könnt es sehen, glaube ich. Und hier auf der anderen Seite, ganz genauso, da ist auch so eine Schraube, die ist so halb rausgedreht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass derjenige, der damals die Anhängerkupplung montiert hat, die einfach vergessen hat, wieder reinzuschrauben. Das heißt für mich, ich kann jetzt erstmal mit diesen Eckleisten hier weitermachen. Dann fangen wir mal mit diesen seitlichen Schutzleisten hier an. Die müssen ja als erstes ab. Und zum Abhebeln natürlich nicht irgendwie mit dem Schraubenzieher rumhantieren, sondern wirklich mit so einem Teil hier. Ne? Das macht weniger Kratzer. Wenn man jetzt hier, ich muss jetzt hier an der Stelle, geht es noch einfach. Dann muss ich aber jetzt einmal hier oben rein. Und um da noch weniger Kratzer zu machen, lege ich noch so ein Papiertüchlein dazwischen. Dann von unten noch. Dann sollte die erste Ecke... Aha, so. Okay. Ja, das geht jetzt hier Stück für Stück weiter. Jetzt muss ich mich ein bisschen in den Weg stellen, ist aber gerade nicht an. Ah, hier muss ich gar nicht mehr hebeln, der Rest geht schon von alleine ab. Das ist noch besser. Jo. Die sind einfach hier mit so Klammern, oh, ein paar Bewohner, die sind einfach mit so ein paar Klammern hier reingeklipst. Kann man auch mal schön sauber machen hier. Gut, das auf der anderen Seite natürlich auch noch. Da werde ich euch jetzt mal nicht explizit mitnehmen, sondern werde es nur gerade machen. So. Nummer 2 ist auch ab. Jetzt sollen hier irgendwelche Klipse noch drin sein, die das Ganze festhalten. Oh, auf jeden Fall ist da schon mal Bewegung drin. Das ist ja schon mal gut. Ich denke, so geht's. Ja. Mal Klipse. Okay. So, jetzt soll man das hier innen so ein bisschen nach innen biegen, damit man es da vorbei bekommt. Ah, so. Okay. Man muss durchaus hier hinten ein bisschen nachhelfen. Hier ist so eine Art Regenrinne. Zeige ich euch mal. Hier ist so eine Art Regenrinne. Wenn man hier so ein bisschen nachhebelt, dann kommt das, also wenn man das gleichzeitig die Stelle hier nach vorne biegt, damit die hier vorbei kann und dann hier so ein bisschen mit einem Schraubenzieher oder sowas nachhebelt, dann kommt das ein Stück nach vorne, weil das sitzt hier komplett drunter. Gut, dann werde ich das jetzt auf der Seite mal genauso machen und hoffen, dass es dann rauskommt. So, dasselbe jetzt hier nochmal. Das heißt, hier in die Ecke, das so weit vorbiegen, dass es da vorbeikommt. Ja. Dann hier ein bisschen mit
hebeln. So. Ja, jetzt geht es nur noch um die Kabel der Parksensoren. Ah, kommt. Zack. Genau. Das sind die Stecker. Hier oben ist so eine Stelle, wo man drauf drücken muss. Dann löst sich da der Clip und dann kann man die abziehen. Das ist, gilt jetzt für alle vier. Okay, die beiden hier auf der Beifahrerseite sind genau andersrum montiert, aber das Prinzip ist dasselbe. Plop. Yay! Endlich ist das Teil ab. So, das heißt, den Punkt haben wir erledigt. Dann kann ich ja wieder zurückgehen. So, die Schrauben im Radkasten rausschrauben. Zwei auf jeder Seite. Das sind die da. Da und da. Das heißt, als nächstes kommen jetzt die beiden Schrauben ab. Die eine sitzt hier oben, das ist eine 20er Torx. Ich glaube, damit fange ich auch mal an. Da konnte ich jetzt natürlich keinen Rostlöser reinsprühen. Ich bin mal gespannt. Ah, nee, scheint aber ganz gut zu gehen. Einmal kurz geknackt, aber jetzt lässt sie sich ordentlich drehen und kommt auch raus. Gut. Mal eine Schraube, die nicht so verrostet ist, dass sie direkt abreißt. Ist ja auch schon mal was. Und hier unten, das ist eine 10er. Oh, das fühlt sich nicht gut an. Nee. Da muss ich noch mal eben reingucken. Vielleicht sehe ich da was. Was haben wir denn hier? Ah ja, da ist eine Klammer. Werde ich noch mal ein bisschen Rostlöser reinsprühen. Vielleicht hilft's. Ja, so wie es aussieht, war das vorhin oben im Radkasten die einzige, die sich abrissfrei abnehmen lässt. Denn hier verbiegt sich alles, wenn ich da versuche dran zu drehen. Während hier jetzt so ein bisschen der Rostlöser wirken konnte, habe ich drüben auf der Beifahrerseite schon mal das aufgemacht und da ging sie relativ gut auf. Von daher hoffe ich, dass das jetzt hier auch der Fall ist. Ich nehme auch extra nur den kleinen, damit ich eben nicht zu viel Kraft habe und die direkt abreiße. Das will ich eigentlich auch nicht, wobei, wenn es nicht anders geht. Aber es scheint los zu sein. Ja, sie lässt sich drehen. Ja, kurzes, kleines Ding, total vergammelt. Mal gucken, ob sie scharf stellt. Ja, okay. So, nachdem das Ding jetzt ab ist, hier sieht man auch natürlich jede Menge Dreck und verrostete Schrauben und alles, aber das werden wir gleich schön lösen. Um da von innen dran zu kommen, müssen jetzt die Fächer, also die Deckel hier raus und dann müssen auch die ganzen Fächer raus. Das geht auch, hier so, kann man hier so ein bisschen nach oben drücken, genau. Und wenn sie oben sind, ein Stück nach vorne rausziehen, dachte ich. Ja, doch, geht auch. Zack, da ist nämlich, die halten sich hier hinten nämlich noch fest. Das kommt da unten rein, in die Stelle da. Egal, jetzt kommt man auf jeden Fall unter das Fach. Und hier sind diese Abdeckungen drauf. Und hier müsste man jetzt eigentlich die Schrauben, die Verschraubungen finden, dachte ich. Da! Ja, ihr seht vielleicht, in welch tollem Zustand die sind. Na, macht er jetzt nicht ganz scharf, aber man kann es, glaube ich, ganz gut sehen. Also das wird lustig. Was die Verschraubung hinten angeht, sollen hier zwei Muttern und die durchgehende Schraube oben sein. Okay, soweit die Theorie. In der Praxis ist es kein Problem. Jetzt brauche ich wieder Licht. Okay, mit Licht weiter. Das hier oben ist wohl die durchgehende Schraube. Die lässt sich auch hier ganz oben irgendwo sehen. Da, hier, da. Das ist die durchgehende Schraube, das ist soweit okay. Und hier unten ist da eine Mutter drauf und ganz unten keine Mutter drauf. Schade eigentlich. Und das ist auf der anderen Seite ganz genauso. Wir haben die durchgehende Schraube, die auch wirklich hier oben endet. Ja, auch hier hinter dem Kabel wieder, genau. Und da unten haben wir da eine Mutter drauf und ganz unten, kommen wir von hier aus dran,
Ich versuche es nochmal. Ja, hier kann man es gut sehen. Oben ist die Mutter drauf und unten nicht. Die durchgehende Schraube oben lässt sich eigentlich ganz gut an. Zumindest sperrt sie sich nicht total. Schraube geht durch und lässt sich ziehen. So, da haben wir die. Oh, wow. Sieht nicht allzu schön aus. Da müsste mal ein bisschen Pflege dran. Oder ich besorge die einfach neu, weil das ist irgendwie Standardzeug. So, die Verschraubungen sind jetzt soweit los. Das heißt, das ist jetzt auch richtig lose. Ich habe das auch hier an der Seite schon mal alles ausgeklipst. Was jetzt hier noch fehlt, ist der Stecker, der Gesamtstecker für die Parksensoren. Das ist genau das gleiche Prinzip wie bei der DI. Ja, das muss ich wahrscheinlich andersrum oder beidhändig machen. Mach's mal eben beidhändig. Und wenn man ihn weit genug aufgehebelt hat, dann geht er halt ab. Wie gesagt, dasselbe Prinzip wie bei der DI. Der bleibt, glaube ich, am Auto, genau. Und der saß hier unten drin. Der war hier irgendwo fest. Ich weiß nicht mehr genau wo, muss ich nachher mal gucken. Kriege ich auf jeden Fall wieder hin. Jetzt muss ich noch mal an die Anhängerkupplung ran, weil die ist ja unten am Unterboden, also genauer gesagt hier am, die Lampe ist noch an, hier unten an der Reserveradmulde noch verschraubt. Und ich muss natürlich die Dose noch abmachen. Dann kann die eigentlich ab. Außen sind so Platten dabei, die kann man rausnehmen. Die inneren sind, glaube ich, fest im Auto, wenn ich mich richtig erinnere. Geht noch ein bisschen schwer. Jo. Ja, ist natürlich alles Rost pur. Ne, so rum. Eine Woche Rostlöser hat geholfen. Sie ging noch ab. Jetzt ist soweit eigentlich alles los. Ich habe mir jetzt auch den Tisch hier drunter gestellt. Das heißt, ich müsste sie eigentlich jetzt ganz gemütlich nach hinten abziehen können. Jetzt sind wir mal gespannt, ob es klappt. Ich glaube, irgendwo da vorne hakt es noch, aber das werden wir gleich sehen. Ja, ist schon mal, Bewegung ist schon mal drin. Okay, beim ersten Abziehversuch hatte ich ja immer das Gefühl, dass hier in der Ecke noch irgendwas festhält. Und ja, stimmt auch. Und da ich nichts kaputt machen wollte, habe ich hier erstmal auf der Seite die Rückleuchte ausgebaut. Also hier sind noch zwei so Nasen. Da ist eine, da ist die andere. Und hier, diese Öffnungen, die sitzen hier hinter an diesen Klammern. Das hält auch alles noch fest. Das heißt, man muss das wirklich hier rausklipsen. Es kann sein, dass es geht, ohne die Rückleuchte auszubauen. Aber ich wollte jetzt nicht wild irgendwo rumhebeln und womöglich irgendwas kaputtbrechen, was ich dann womöglich auch nicht mehr bekomme. Deswegen habe ich mir gedacht, ich räume hier mal die Lampe aus. Das geht relativ einfach. Ich muss im Prinzip nur die beiden Dinger hier verdrehen. Dann kann man diesen Deckel nach innen rausnehmen. Und dann sind hier drin zwei 30er, also hier auf der Seite dann zwei 30er Torx. Und dann kann man die Lampe rausklappen. Das ist alles. Ich werde es jetzt auf der Seite hier auch mal ohne probieren, weil ich ja jetzt weiß, wo ich anpacken muss. Vielleicht kriege ich es hin. Ah, so, ein bisschen zurückdrücken, dann lässt sich das einfacher da rumheben. Okay. Das sollte es jetzt eigentlich sein. Ja, wie gesagt, eigentlich soll man die zu zweit abnehmen. Jetzt verstehe ich auch warum. Beim 902 war das irgendwie einfacher, aber ich habe mir hier extra den Tisch drunter gestellt, damit ich die jetzt gleich sanft absetzen kann. Ups, einmal. Hier ist sie los. Hier sind noch, ja, hier ist sie jetzt eigentlich auch los. So, und die bleibt da. Yay. So, das sieht jetzt schon mal ein bisschen anders aus. Jetzt kommen noch die Räder ab und der Auspuff runter und dann kann ich mit der Hinterradaufhängung anfangen. Ich bin noch dabei, die Schwellerverkleidung abzunehmen, aber die letzte Mutter bzw. die letzte Schraube ist hier drin, dahinter.
Jetzt kann man das hier zwar ein bisschen abheben und kann dann von unten auch da so weit reingucken, dass man die zwar sieht, aber man kommt nicht dran. Außerdem dreht sich die Schraube mit, das zeige ich euch gleich drüben auf der anderen Seite, das ist auch nicht schön. Also muss hier vorne die Kotflügel-Innenverkleidung raus. Die ist halt hier unten festgeschraubt, da, also da sitzt eine. Dann ist hier so eine Kunststoffmutter drauf. Die muss ich nochmal gut einsetzen. Hier oben ist noch so eine. Hier, die fehlt schon, aber das hat einen ganz einfachen Grund. Hier sitzt normalerweise noch eine Verkleidung vor, die dann bis hier unten runter geht. Die habe ich aber schon vor dem Schraubertreff abgenommen, weil wir ja auch den Riemen wechseln wollten. Und ihr seht, wie verölt der Motor ist. Uah. Naja, egal. Und hier außen an der Seite gibt es noch diese beiden Schrauben. Da bin ich mir relativ sicher, dass die wunderbar rausgehen. Die hatte ich ja schon mal raus. Ihr erinnert euch an den Luftfilter, der sitzt ja hier unten. Ne? Die hatte ich schon mal raus und die wird mit Sicherheit genauso einfach abgehen. Was die Dinger hier angeht, habe ich inzwischen sehr schlechte Erfahrungen an diesem Auto gemacht. Drüben auf der Seite hatte ich eine 50% Chance. Da ist die hier oben abgerissen und die hat überlebt. Mal gucken, wie es hier läuft. Überhaupt kein Glück gab es bei den Verschraubungen der Schwellerverkleidung hier. Das sind ja hier unten, ich weiß gar nicht, ob ich da so richtig dran komme. Da sind auch so Kunststoffmuttern drauf. Und ihr seht es hier, die sind alle. Und zwar wirklich alle. Ich meine wirklich 100% alle abgerissen. Nachdem die ersten drei pro Seite abgerissen sind, war ich dann auch nicht mehr allzu vorsichtig und habe bei den anderen einfach abgesetzt oder angesetzt und gedacht, naja, wenn sie reißen, reißen sie eben. Hier hinten ähnliches Bild. Die ist als erste abgerissen. Die hat überlebt. Die hier oben hat auch überlebt, obwohl die auch schon sehr angerostet ist insgesamt. Auf der anderen Seite ist es aber anders. Da hat eigentlich nur die überlebt. Achso, hier hinten sitzt auch noch eine, die hat auch auf beiden Seiten überlebt, aber die hier oben ist halt abgerissen. Und da ist auch rundherum alles schön rostig, also super. Apropos Rost, hier habe ich gestern schon mal ein bisschen was abgeblättert. Und auch hier wird auf jeden Fall Arbeit nötig sein. Und letzten Endes, eigentlich wollte ich die Stoßstangenhülle, oder besser gesagt hinten die Stoßstange mit der Anhängerkupplung, ja nur abbauen, weil ich die Anhängerkupplung wieder in Betrieb nehmen wollte, beziehungsweise wieder abnehmbar machen wollte. Und dabei ist mir dann das aufgefallen. Das hätte ich nämlich gar nicht gesehen, wenn ich die dran gelassen hätte. Also auch genau hier, da ist dieses kleine Blech hier, beziehungsweise diese winzige Halterung hier, die da. Die ist hier so, ich nehme mal an, aufgenietet, aufgeschweißt, was auch immer. Auf jeden Fall, die ist komplett vergammelt. Ich bin mir relativ sicher, wenn wir hier die Karosseriedichtmasse abkratzen, hier vorne und hinten, da sieht man es auch schon. Wenn wir die abkratzen, ist dahinter auch noch Rost. Ich habe jetzt auf der anderen Seite noch gar nicht geguckt, aber das ist, jo, ziemlich genauso. Das spricht hier sogar eher für Nieten, die aber auch schon weggegammelt sind. Na super. Ja, also ihr seht, es wird nicht weniger. Im Gegenteil, es kommen immer neue Roststellen zum Vorschein. Und ich bin mal gespannt, was so zum Vorschein kommt, wenn der Unterbodenschutz runter ist. Ich habe nämlich inzwischen einen mobilen Trockeneisstrahler an der Hand. Der wird demnächst mal vorbeischauen und die Kiste dann von unten mal mit Trockeneis bearbeiten. Und dann werden wir mal sehen, was da noch übrig bleibt. Hier auch dasselbe. Die Stelle ist abgerissen. Da ist mit Sicherheit auch unter der Karosseriedichtmasse was. Würde mich nicht wundern, wenn man hier auch, wenn man hier mal hintergeht, wenn man da auch noch was findet. Muss ich mal schauen, ob ich wirklich so mutig bin. Hier ist schön die Wischwasserpumpe mit dem Behälter. Und ich glaube, normalerweise sitzt hier oben die Alarmsirene. Ich glaube ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber hier ist halt keine. Hier sitzt im Normalfall noch so ein Schaumstoff drin, beziehungsweise so ein PUR-Schaum ist das. Ah ja, und das hier ist diese letzte Schraube, die man dann noch rausnehmen muss. Ich habe sie inzwischen ab, aber das Problem ist, dass diese Schraube sich wunderbar mitgedreht hat innen drin. Und es gab keine Chance, die irgendwie gegenzuhalten.
Deswegen habe ich die Ecken hier, ich weiß gar nicht, ob man das genau sieht, habe ich die Ecken hier flach geschliffen und habe dann mit einer Zange festgehalten, jede Menge Auslöser drüber gejaucht und habe sie dann irgendwann abgekriegt. Aber das sind alles so die Sachen, die halten unglaublich auf. Na, normalerweise würde man einfach eine Mutter abdrehen und so ist man dann eine Dreiviertelstunde beschäftigt, bis man das Ding dann doch endlich runter hat. Und von daher komme ich im Moment etwas langsamer vorwärts, als ich das eigentlich vorhatte. Leider. Also muss ich jetzt noch mal ein bisschen Gas geben, damit ich auch hier die Leiste schön abnehmen kann. Na, wie gesagt, es sind alle abgerissen, also auch hier, ne, alles weg. Und naja. Achso, zur Leiste. Das kann ich euch noch zeigen. Hier drin sind auch noch Verschraubungen. So, da. Die enden in einem Kunststoffgewinde. Netterweise. Dadurch rosten die nicht fest. Die kann man einfach rausdrücken. Und also, wie viel Dreck hier rausfällt. Und hier auf dieser Kante sitzt eine Gummileiste. Wo habe ich die denn hingelegt? Die liegt irgendwo hier hinten. Gut versteckt wahrscheinlich. Naja, hier sieht man sie. Das ist so eine Gummileiste. Die sitzt da drauf. Müsst ihr mal schauen bei eurem 9.5. Wenn ihr einen habt, macht mal die Tür auf. Dann werdet ihr sehen, dass hier so eine Gummileiste ist, die bis hier in die Ecke geht. Und die muss man halt abziehen und danach kommen dann diese Schrauben zum Vorschein. Da ist zwar auch so ein bisschen Rostansatz von den Schrauben selber, aber die Gewinde, wie gesagt, sind Kunststoff. Die gammeln nicht fest. Jo, soweit von hier erstmal. Übrigens, das hier ist der Haufen an Dreck, den ich seit gestern schon wieder hier rausgeholt habe. Unglaublich. Ja gut, ich werde jetzt mal hier vorne weitermachen und die Rathausschale rausnehmen. Das Rausnehmen funktioniert übrigens relativ simpel, wenn man diese Verschraubungen alle los hat. Dann zieht man die quasi hier auf der hinteren Seite runter, sodass sie hier vorne aus dieser Kante rauskommt nach innen. Dann kann man sie rausnehmen. Manchmal muss man ein klein bisschen erfinderisch sein und sich das ein bisschen zurechtlegen. Weil ich musste jetzt letzten Endes doch da an der Stelle flexen, aber ich kam natürlich nicht bis oben rum. Deswegen musste ich das Ganze jetzt hier schön ein bisschen absenken. Ich habe also da abgestützt, den Endtopf hier abgestützt und jetzt habe ich genug Platz, um das Rohr komplett durchzutrennen. Bevor ich jetzt aber die Motorradhebebühne hier drunter rollen kann, um das Auto abzulassen und alles loszuschrauben, muss ich natürlich noch ein paar Sachen trennen. Punkt 1, die Handbremsseile müssen noch ab, die Bremsleitungen auf beiden Seiten müssen noch ab und nicht zu vergessen die ABS-Sensoren, da muss ich mich auch noch drum kümmern. Und ich möchte die Chance nutzen, solange das Ganze hier noch fest am Auto verschraubt ist, die ganzen Verschraubungen schon mal zu lösen, wie zum Beispiel die Verschraubungen der Bremssättel. Die sind ja relativ fest. Dann die Halteplatten, das, ja, hier ist der Bremssattel und das dahinter ist ja noch die Halteplatte. Die ist, soweit ich weiß, noch viel fester festgeschraubt. Das heißt, da werde ich auch noch mal dran gehen. Und auch die Verschraubungen hier innen drin der Querlenker, die werde ich auch alle schon mal anlösen wenigstens. Damit es dann hinterher, wenn die ganzen Sachen auf der Motorradhebebühne sind und ich die dann nach hinten ziehen kann, damit ich da ein bisschen einfacher dran arbeiten kann. Und damit die schneller aufgehen. Na gut, anfangen werde ich mit der Bremsscheibe und der Bremsscheibenschrauben. Weil das ist auch immer so eine Sache. So, das ist eine 30er Torx hier und die sind meistens richtig, richtig fest und die Scheiben sind ja auch schon, wenn man da mal drüber geht, die sind auch schon länger drauf, deswegen habe ich mir hier so einen kleinen Schlagschrauber, sage ich jetzt mal, steht auch wirklich drauf, Schlagschrauber und ich habe den falschen Hammer, Moment, so und da ein passendes Bit drin, 30er und damit gehen die eigentlich relativ gut los. Ja, hat verloren, ist los. Jetzt kann es natürlich weitergehen mit den Bremssätteln. Und zwar hatte ich eigentlich vor, hier die Bremssättel selber erstmal abzuschrauben. Die Verschraubungen sind hier gut versteckt, die eine da, die andere da. Und zwar sind da so Kunststoffkappen davor. Hier solche Kunststoffkappen, die sind hier oben drauf. Dahinter verbergen sich 7er Inbus. Das Problem ist, meine Nuss ist zu lang. Die passt hier nicht drauf, die kollidiert direkt mit den Fahrwerksfedern hier. Hier oben ist es nicht viel besser,
Hier kriege ich sie immerhin ansatzweise rein, aber auch dann sitzt sie hier oben schon direkt auf den Fahrwerksfedern. Das bringt also auch nichts. Jetzt kriegst du nicht mal mehr raus. Doch, so. Das heißt, ihr braucht irgendwie einen 7er Imbus, entweder als Schlüssel mit einem gebogen, mit einer kurzen Stelle, auf jeden Fall kürzer als 60 mm, weil das hier sind 60 mm und die passen einfach nicht. Es muss kürzer sein. Vielleicht, weil das ist eine Halbzollnuss, vielleicht nehmt das einfach als Dreiviertelzoll, dann könnte es gehen. Ja, das heißt, ich werde jetzt einen Schritt weiter gehen und werde direkt hier die Halterung für die Bremssattel, die Halteschrauben abmachen. Oder zumindest, wie gesagt, schon mal lösen. Klappt das? Ja, das klappt. Sehr schön. Aha, da. Die sind nämlich ziemlich fest. Ah, da kam sie. Jawohl, die ist schon mal lose. Knack. Ja, okay, die ist auch gelöst. Ja, es ist eine 21er. Na gut. Das sind ja hier die Verschraubungen für die Stoßdämpfer. Das sind 21er. Mal gucken, was die so sagen. Oh, Alter! Da wackelt das ganze Auto, ey. Okay, nochmal eine Ladung Rostlöser hinterher. Oder doch mal mit dem Schlagschrauber gleich drauf gehen. Ich probiere es jetzt gleich nochmal. Jetzt gehe ich hier an die Verschraubung, an diese vier Verschraubungen vom. Das kann man, glaube ich, bestimmt besser zeigen. Kann man bestimmt besser zeigen, wie ich gleich wieder fluche. Ja, sieht man da was? Ich hoffe mal. Also ich bin hier hinten. Hier bin ich dran. Naja, vielleicht sieht man es. Weil da komme ich zwar nachher auch noch dran, muss ich ja, um es ganz loszumachen, aber nicht mehr mit der. Mit dem langen Hebel hier. Okay. Mehr will ich ja gar nicht. Wenn ich den Rest nachher. Ja. Gut, ich mache jetzt auf der anderen Seite erstmal genau das, was ich hier auch schon gemacht habe. Bis gleich. So, jetzt müssen hier natürlich noch so ein paar Sachen ab, damit ich das am Ende richtig abnehmen kann. Zum einen, das Handbremsseil muss noch raus. Das muss man hier aushaken. Das geht am besten, indem man diese Feder. Ich hoffe, man sieht das alles. Die Feder hier vorne aushakt, dann da aushakt, dann kann man das ein Stück zurückschieben und kann den hier aushängen und hier einfach rausziehen. Normalerweise ist der da oben noch fest, da muss man diese Schraube noch aufmachen, aber das ist nicht mehr der Fall. Kann ich also wegschieben. Dann gibt es den ABS-Sensor, der sitzt, boah, ist echt schwer zu sehen, ne? Da drin seht ihr die beiden weißen Stecker. Beziehungsweise diese weiße Verriegelung da in der Mitte, genau, da ist der ABS-Sensor. Kommt man sehr schön dran, nämlich eigentlich gar nicht. Aber wenn man mit den Fingern hier irgendwie sich durchwurschtelt, kann man diese Lasche da oben, boah, ich hoffe, da ist eine Lücke, da. Kann man diese Lasche hier nach oben wegdrücken und dann kann man den da unten rausdrücken. Und dann ist der auch schon ab. Ansonsten ist der halt hier eingehangen, das geht aber relativ einfach, also hier an dieser Stelle, das geht aber relativ einfach nach unten raus. So, dann ist er da noch eingeklipst. Moment, ne, da will das Kabel jetzt aber nicht vorbei, oder? So, doch. Dann ist das hier noch eingeklipst. Boah, einhändig geht hier wirklich mal gar nichts. Ne, da mache ich mir gleich die Klammern kaputt, aber hier kann ich sie schon mal aushängen. So. So, ne, jetzt gleich da noch die beiden Klammern und dann hat man das ABS-Sensorkabel schon mal weg. Und als letztes ist natürlich die Bremsleitung. Die würde man eigentlich da oben abschrauben, aber jetzt guckt euch das bitte mal ganz genau an.
Nachdem ich heute schon sehr viel mit rostigen und vergammelten Schrauben gekämpft habe, habe ich darauf einfach keinen Bock. Das heißt, ich mache jetzt die, ja, wie soll man es nennen, die Fuschmethode. Ich werde hier die Bremsleitung einfach durchschneiden, beide Seiten mit passenden Schrauben. Ich habe mir eine alte Bremsleitung geschnappt und mal geguckt, was für Innendurchmesser da so sind. Und werde einfach, wie gesagt, hier durchschneiden, zwei passende Schrauben reindrehen, dass die dicht sind und fertig. Dann ist das Thema für mich durch. Dann kümmere ich mich darum ein andermal. Ja, und ansonsten muss ich halt nur noch diese Verschraubungen dann wieder losmachen und dann wäre es das. Auf der anderen Seite ist natürlich genau dasselbe. Ne? Hier Handbremsseil, auch hier kaputt. Aushängen, bla bla. ABS-Sensor. Ach, den kann ich ja gerade, wenn ich hier mit der Hand auch. Kann ich das auch mit der Hand? Ja, ich kann es auch mit. Kann ich sogar mit links. Ha! So. Das auch schon mal abmachen. Genau. Und hier oben. Das geht ganz einfach, weil das ist nämlich Kunststoff, der auf dem Stabi sitzt. Weil das hier ist der Stabi. So, das mache ich auch gleich zu zweit. Aber man sieht es hier schon. Hier ist der sogenannte Stabi-Link. Dann ist hier der Stabi. Ups. Da schön versteckt, auch schön rostig. Geht hier so lang und endet dann da wieder. Gut, jetzt mache ich die noch los, hänge die Handbremsseile noch aus, so wie ich es euch gezeigt habe. Und dann kommt die Schnippschnapp-Methode. Und dann bin ich eigentlich so weit, dass ich den ganzen Kram absenken kann. Jedenfalls sollte ich dann irgendwann so weit sein, wenn die Hebebühne dann mal freigeräumt ist, dann schiebe ich die hier einfach drunter, senke das Auto ab, bis der ganze Kram aufliegt, werde dann hier in der Mitte, werde ich mir noch einen kleinen Scherenheber drunter setzen. Ich habe ja einen vom Motorradschrauben, der ist ja sehr praktisch, der müsste da gut drunter passen. Ja, und dann werde ich die anderen Sachen alle losschrauben, das Auto wieder hochfahren und dann sollte die komplette Achse bzw. die komplette Radaufhängung auf dem Tisch liegen. So, jetzt kann es losgehen. Die Bühne steht da, ich habe eine Decke drauf getan, damit die Oberfläche nicht unbedingt so verkratzt. Je nachdem sind ja doch ein paar scharfe Bremsenteile und so weiter dabei. Das Wichtigste ist, wie gesagt, losgeschraubt und ich habe den Kofferraum nochmal voll gemacht mit allen möglichen schweren Sachen, die ich hier finden konnte. Weil die Hinterachskonstruktion, die wir da jetzt rausnehmen, die hat ein gewisses Gewicht. Und ich möchte halt nicht, dass er irgendwie eine Tendenz hat, irgendwie dann hinten zu leicht zu werden. Sondern ich will, dass er auf der Bühne nach wie vor gut ausgewogen ist. Deswegen habe ich einfach mal hinten ein bisschen Gewicht reingepackt. Hoffe, dass das alles funktioniert. Also los! Okay, das hätte ich besser vorher platziert, das Ding. Was ist denn in hier? Okay, da geht mal gar nichts auf. Das heißt, ich muss eigentlich den Stoßdämpfer jetzt auch gleich noch mit abmachen. Okay, kleine Planänderung. Die Stoßdämpfer gehen nämlich doch nicht so ab, dass man sie jetzt öffnen kann, sondern die stecken immer noch fest mit drauf. Ich nehme an, dass die Buchsen sich da irgendwie festgefressen oder festgerostet haben. Würde mich fast wundern, wenn nicht. Ich muss also jetzt die vier Schrauben von den Stoßdämpferaufnahmen auch noch abmachen. Na gut. Okay, es ist soweit. Alles ist los. Die hier habe ich jetzt extra separat rausgenommen, was aber eigentlich gar nicht nötig war. Ich war nämlich jetzt davon ausgegangen, dass die hier unten fest mit den Radträgern verbunden sind. Sind sie aber gar nicht. Hier ist nur einfach so eine kleine Kante, die hier rumgeht. Und die war letzten Endes im Radträger festgegammelt. Deswegen haben die sich keinen Millimeter bewegt. Aber als ich hier oben die vier Schrauben los hatte, konnte ich da so ein bisschen dran rumroppen. Dann sind die auf einmal hier unten abgegangen. Naja, egal. Die mussten ja sowieso raus, weil die kommen definitiv weg. Und jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Muss mal gerade gucken wegen der Heckklappe. Die ist nämlich offen. Nicht, dass sie da oben irgendwo anstößt. Ne, bisher noch nicht. Also ein kleines Stück kann ich noch. Ja. Tada! Einmal komplette Hinterradaufnahme am Stück.
Voilà, einmal leergeräumter 9,5 hinten. Ja, ich bin tatsächlich hingegangen, hab's durchgeschnitten, oh, ist zu hell, ne? Hab's durchgeschnitten und eine entsprechende Schraube reingedreht und es ist tatsächlich auch dicht. Das Ganze hat für mich zwei Vorteile. Ich musste mich jetzt nicht so lange damit rumschlagen, weil jetzt habe ich in Ruhe Zeit hier, das erstmal ein bisschen grob sauber zu machen, tagelang Rostlöser reinzusprühen und dann zu gucken, dass ich es einigermaßen sauber rauskriege. Vor allen Dingen habe ich jetzt den freien Zugriff. Mir ist nichts im Weg. Ich kann schön von fast allen Seiten dran arbeiten. Und das war mir angesichts der Situation, der grundsätzlichen Schraubensituation an diesem Auto schon mal ganz wertvoll. Hier mal einen Blick rein. Selber auch noch nicht gesehen, aber von innen geht es eigentlich noch. Ne? Da innen drin ist noch okay. Gucken wir mal auf die andere Seite. Okay, jetzt hier aufholen. Hier kann ich nur um die Ecke gucken. Ne? Ja, wie ihr seht, innen drin alles noch supi. Dann gucken wir doch hier am besten, weil das sieht nämlich erstmal katastrophal aus. Und dann schauen wir mal rein. Ah, hier ist schon ein bisschen Grissel drin. Da muss ich mal gucken, dass ich das ein bisschen raushole. Da fängt, glaube ich, was an. Ne? Ja, aber das, naja, das sieht jetzt auf der Kamera nur so aus. Wenn ich mir das nämlich in real angucke, ist das gar nicht so tragisch. Dann gucken wir auch hier mal um die Ecke. Ja, geht doch. Also innen drin ist das soweit alles noch okay. Auch der Träger sieht ja hier fies aus, aber da ist tatsächlich auch innen drin schon. Da muss ich also mal, weiß ja nicht genau, wie ich das mache, ob ich da jetzt, da gibt es ja so diverse Produkte, aber ihr seht hier der Decke. Die Decke ist gut, aber die Seite, da muss ich auf beiden Seiten ran. Aber naja. Insgesamt, das sind halt hier die ganz klassischen Ecken, wobei die hier noch, ich glaube, wenn ich mal hier mal richtig dran gehe, ist ein Loch drin. Hier weiß ich schon, weil hier brauche ich nur mit dem Finger drücken und dann knirscht es so verdächtig, gerade hier unten, da in der Ecke. Also da ist auf jeden Fall, wenn man da dran geht, ein Loch drin. Ja, und ansonsten müssen wir mal schauen. So, dann gucken wir uns doch die Hinterachse mal in aller Ruhe an. Muss hier mal eben rum. So, hier sieht man, hier löst sich auch die Buchse schon so ein bisschen auf. Na gut, mit einer Hand kriege ich es kaum gedreht. Das ist halt doch sehr stabil. Der Gummikern an sich ist noch nicht so völlig hinüber. Aber wie gesagt, hier geht er halt ab. Und ihr seht es auch hier, das ist überall so angerostet, dass ich also wirklich mal einen ganzen Schwung Teile wahrscheinlich schön einpacken, zum Sandstrahlen und Pulverbeschichten geben werde. Das hier auch. Das sind halt diese Kanten, die lösen sich dann so auf und dann bröselt das hier alles ab. Aber auch hier ist die Gummibuchse sogar noch besser. Hier löst sie sich noch nicht mal ab. Also die Gummibuchse selber. Also ich sag mal, wenn man nur TÜV auf das Auto hätte haben wollen, hätte man Stoßdämpfer und Bremsen gemacht und dann wäre es okay gewesen. Wahrscheinlich. Aber das will ich ja nicht. Das hier sieht man es nochmal. Das ist diese Stelle, wo die Stoßdämpferaufnahmen, hier diese Kante, wo die drin steckte. Und die waren so fest, dass ich die erst abgekriegt habe, als ich die Stoßdämpfer halt oben fest losgeschraubt habe und konnte hier so hin und her wackeln, dann sind die da unten abgegangen. Vorher nicht. Naja, hier, das macht mir ein bisschen Sorgen. Da löst sich die Mutter schon auf. Muss ich mal gucken. Eventuell muss ich da mit dem Mutternsprenger dran. Ich habe nämlich schon vor vielen Jahren mir mal so einen Mutternsprenger besorgt. Und ich denke, der wird da vermutlich zum Einsatz kommen müssen. Schauen wir mal. Ich werde es euch zeigen, ihr werdet es mitkriegen. Ja, damit ist das Ziel, was ich zumindest für diesen Film vorhatte, geschafft. Ich habe es nicht an einem Tag geschafft, ich habe zwei gebraucht, aber das ging auch wirklich, teilweise waren da Schrauben dabei, die musste ich mitsamt Mutter mit so einem kleinen Schleifding mit Mini-Trennscheibe dann in mehrere Scheiben schneiden, auseinanderbrechen, damit ich da irgendwas abkriegte, weil dahinter war Plastik, was nicht brechen sollte und so weiter und so fort. Aber wenn ihr selber mal an so alten, verrosteten Karren geschraubt habt, wisst ihr wahrscheinlich, wovon ich rede.
dass einem manchmal eine Schraube anderthalb Stunden auffällt. Was für ein Blödsinn. Naja, egal. Es ist geschafft. Der Kram liegt hier. Hier kann ich mich in aller Ruhe drum kümmern. Aber das wird noch ein paar Tage dauern, weil in 2 Tagen kommt nämlich erstmal ein sehr guter Freund vorbei mitsamt Schweißgerät und sonstige Ausrüstung, was man alles so braucht. Ich habe gar keine Ahnung, was man alles braucht. Er hat irgendwas von einem Amboss erzählt und einer Blechschere und was weiß ich was, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt er vorbei mit allem, nimmt sich das ganze Wochenende Zeit. Danke dafür schon mal. Und wir werden dann gucken, dass wir die schlimmsten Sachen schon mal machen. Wahrscheinlich hat er, ich habe ihm Fotos geschickt, schon vorausgesagt, dass wir mit einem Wochenende nicht auskommen. Müssen wir mal schauen. Vielleicht wird es noch ein zweites, aber ich denke, das wird. Auch wenn es hin und wieder, wenn ich hin und wieder gedacht habe, was hast du dir da angetan? Warum machst du das eigentlich? Aber andererseits, ein Auto kaufen, das top in Ordnung ist und einfach funktioniert, kann ja jeder. Deswegen gehe ich diesen Weg, warum auch nicht. Es macht ja auch Spaß und bringt für euch ja auch ein paar Filme. Und wer weiß, der eine oder andere hat vielleicht schon länger einen 9,5 und denkt, ist jetzt so an der Grenze, erhalten oder wegtun. Und wird vielleicht motiviert zu sagen, okay, mir gefällt das Auto, ich fange jetzt an, da mal ein bisschen was dran zu machen. Kann ja sein. Wenn ja, schreibt mir mal. Das, also Erfahrungsaustausch, da wäre ich sehr interessiert dran. Es gibt schon einen, also auf saabcast.de schon den einen oder anderen, die da sehr mitgucken und interessiert sind. Von daher, da gibt es einen guten Austausch und wenn ihr da euch mit austauschen wollt, schreibt mir gerne mal. Die E-Mail-Adresse bzw. Kontaktformular findet ihr auf der Seite und das Ganze wiederum unten in der Videobeschreibung. Ja, ich wäre jetzt für heute fertig und verabschiede mich erstmal von euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wenn ja, und wenn ihr wissen wollt, wie der ganze Kram hier weitergeht, schaut doch einfach beim nächsten Mal wieder rein. Okay, tschüss.